Miep, 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 hin und her. Ah, I get it now. Nachdem du ein bisschen geactoutet hast. Tja, sorry, Okay. dass ich. Hast du ein Auto? Nee. Ja. Aber ich habe schon mal Scheinwerfer angemacht. Wow, das Team, oder herzlich willkommen. Ich habe mich lange auf diesen Hallo. Moment gefreut. Es ist ein sehr verkrampftes Hände Ging. geben. Ging. Gegen. Hände gegen. Ging. Gegen. Ah, gegen. Präteritum. Das ist schwierig Möchtest du anfangen? mit dir. Ich hatte gerade fast gelacht, einfach nur bei Präteritum. Okay, ja, ich würde anfangen. Ich war letztens bei einer Bank und wollte Kieselsteine abheben. Ging aber nicht. War eine Sandbank. Stabiles Bombing auf jeden Fall. Ich fand den gut. Wer ist der untrainierteste Rapper aller Zeiten? Tupac. Okay. Weißt du? Ja, weil der hat nicht Sixpack, sondern nur Two. Ja, ist Aber Two lustig, ist für mich oder? immer noch besser als Stefan. Das ist Lacher. Lacher. Muss ich das jetzt alles? Ja, Mann, weil du fett bist. Okay, darf ich noch einen Witz erzählen vielleicht? Wer sitzt am Wasser und wirft seine Raute aus? Angela Merkel. Der ist sehr stark. Nach langem Hin und Her habe ich die Scheibenwischer ausgeschaltet. Miep, 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 hin und her. Ah, I get it now. Nachdem du ein bisschen geactoutet hast. Tja, sorry, Okay. dass ich. Hast du ein Auto? Nee. Ja. Aber ich habe schon mal Scheibenwischer angemacht. Okay. Wie hast du Scheibenwischer angemacht, wenn du nicht im Auto saßt? Ich habe kein Auto, aber ich habe, als ich ein anderes Auto benutzt habe Okay, mach weiter. Und es geregnet hat, habe ich die angemacht, weil das muss man machen, wenn ein Auto fährt. Menschen finden diesen Timothy Chalamet hot. Gut. Das ist eine interessante Punchline, die hatte ich nicht erwartet. Timothy Chalamet. Ah, doch. Ich habe einen Promi-Joke, das war der. Warte. Menschen. Warte. Ich hasse sowas. Ja, ich auch. Menschen finden diesen Timothy Chalamet hot. Aber nur, weil er einen französischen Namen hat und Schauspieler ist. Wäre er Deutsch und Metzger, hieß er einfach nur Tilo Chalamet. Das Lustige ist, dass die Aussprachen genau gleich klangen. Tilo Chalamet? Ja, Timothy Chalamet, du sprichst genau gleich aus. Ja, ich weiß. Okay, das ist jetzt einer für dich, basiert auf einer das wahren ist der erste Begebenheit. Für mich jetzt. Oh, krass. Man versteht mich oft nur schlecht am Telefon, vor allem wenn ich Nein sage. Hashtag O2. Scheiße. Was? Ich hatte einfach gar nicht. O2. O2-Skandal. Me too. O2. Ja, klar. Weil der Empfang schlecht ist. Hallo. Hallo. Ich hab den erklärt, den Witz. Okay. Der ist Oh, jetzt, ich muss. Der ist jetzt für dich. Ist okay. Der Protest gegen die Periode wächst. Am Sonntag versammelten sich mehrere hunderttausend Frauen vor dem Reichstag in Berlin zu einer Demenstruation. Blowjobs. Kennst du? Schon mal gesehen. Gesehen. Paul durfte zugucken. Schluck. Blowjobs. Bei meinem Ex waren genau genommen Minijobs.
Weil du nur 54 Euro verdient hast. Bam! Stopp! 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 Oh Gott! Ich kotze wirklich gleich. Müssen wir hier sauber machen. Mach Wasser rein. Schneiden wir raus, das ist nicht geschummelt. In welches Musical gehen nur Loser? Phantom der Opfer. Hast du es gesehen? Nee. Hab ich schon mal gehört. Durftest zuschauen. Ich glaube, mein Friseur ist schwul. Nicht, weil ich in Stereotypen denke oder weil ich Vorurteile habe, sondern weil er so aussieht. Er sieht schwul aus. Ja, gut. Was sollte ein Fluss niemals auf dem ersten Date sagen? Und wie stehst du so zu Kanalverkehr? Ja. Ja, weil es klingt so ähnlich wie Analverkehr. Eine Ziege mittleren Alters geht mit Unterleibschmerzen zum Gynäkologen. Diagnose? Dilemma. Oh Mann, das war gut. Niemand lacht. Aber ich muss mal den Amt. Das ist schön. Was macht Gemüse im Fitnessstudio? Avocado. Der ist süß. Laut einer Studie ist Ursache Nummer 1 für fehlenden Humor bei Frauen Beinbehaarung und das Patriarchat. Das Patriarchat. Also ich. Das Patriarchat. Bin ich schuld? Okay. Mann. Na gut. Das Mann hat mich. Das ist witzig, dass du ein Patriarchat-Joke und dann hast du Mann gesagt. Das war alles durchdacht. Das glaube ich dir nicht. Mit welcher Tastenkombination kann man seinen Nachbarn beim Sex hören? Ich habe Angst. Steuerung, Altbau. Sehr gut. Was braucht es? Warte kurz. Was braucht es, um einen schwulen Hahn feucht zu bekommen? Cock. Scheiße. Unter der Oberfläche ist die Klitoris viel größer als gedacht. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass sie bis in die Spitze des Mittelfingers reicht. Also, nee, ich verstehe den nicht. Ein Feminismuswitz, also ein feministischer Witz. Auch. Fahrräder im Dunkeln sind richtig gruselig mit den Ständern. Hat ist ja. Ein feministischer Joke. Ja, ich weiß, Männer sind schlimm. mein Hund hat sich letztens Läuse geholt. Er war auf dem Flohmarkt. Ich hatte nicht mehr erwartet als das. Selbst 7/8 Hosen sind bei mir 9/8. Warte, ich kann. Das musst du Henrik erzählen, ich kann nicht so schnell rechnen. Die sind mir zu lang, weil ich klein bin. Meine Oma hat mich letztens angerufen und sie meinte, sie hätte jetzt auch mal dieses Hummus probiert, von dem ich ihr erzählt hatte. Aber ihr hätte das gar nicht geschmeckt, bei ihr waren so Regenwürmer drin. Warum schreist du so? Ich bin nicht deine Oma. Was ist das Schlimmste, das du Stalking-Opfern antun kannst? Hinter ihnen stehen. Guter Witz. Oder?
Ein Kumpel hat mir letztens von seinem Tinnitus erzählt. Klang unangenehm. Der ist sehr gut. Ich habe Natascha Kampuschs Biografie gelesen. Fesselnd. Jedes Mal, wenn ich meine Steuern mache, verstehe ich gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte mal eine Steuererklärung. Was ist der Unterschied zwischen Erich Honecker und mir? Ich kann absolut keine Grenzen ziehen. Der Klimawandel ist eine sehr ernste Sache. Ich finde, wir sollten als Gesellschaft aufhören. Ja, der ist nicht gut. Gut, das okay, musst du noch reden. Nein! Ist doch schon Ende! Ja, hast du gelacht. Hier sind richtig Stückchen drin. Komm, ich trinke mit dir zusammen. Richtiger O2-Skandal. Nice. Sehr schön, fertig.